war voll bis unters Dach. Die Fernseher alle reingestapelt, bis zum geht nicht mehr. Also kleine Möhren halt eben so 1,20 Meter mal 1 Meter Kartons. 1 Meter mal 1 Meter mal 1,20 Meter solche Kartons. Ich kann es mit der links oder rechts packen, kannst du reinwerfen. Das sind ganz leicht, die Dinger, die wiegen nur 50 Kilo. Also richtig schön dreimal aufeinander, das passt. Das war ein großer, also da hatte kleine Reifen gehabt, also 3 Meter Aufbau hat er gehabt. Kannst du schön stapeln bis unter das Dach, das geht. Manche Fahrer haben damit Probleme, die sagen, zweimal hoch, das reicht völlig aus. Die haben es mit Kreuz. Das Problem habe ich nicht, weil ich ja früher auch Gewichte und so, Kampfsport und das ganze Tralala. Also ich bin es gewohnt, Schweres zu heben. Und im Nahverkehr lernt man es dann irgendwann. Das ist wie Kampf, ja, das ist wie Krafttraining. Das ist wie wenn du jeden Tag Fitnesscenter gehst, lern Berufskraftfahrer im Nahverkehr, kriegst du scheiße Geld, aber ne, Fitness ohne Ende. Kannst du Balletten buchten. Du kannst hier mal 200 Paletten durch die Gegend tragen, das ist kein Problem. Die schnallst du dir einfach auf den Buckel und rennst du quer durch die Halle durch. Ja, so ungefähr. 200 Kilo jetzt nicht, aber das wirst du dann schon. Das wird man dann schon hinkriegen. Besonders wenn man so Speditionen hat, wo man weder mit dem Hubwagen noch mit dem Stapler und sonst irgendwas durchkommt, da muss man dann reingehen und die Paletten auf der Schulter raustragen. Weil der anders muss dann nur seitlich laufen, so wie Charlie Chaplin, so mit den Füßen so nach außen, ja, Hacken innen zusammen, Füße nach außen und dann im Entenmarsch durch den Gang durchwatscheln, weil dann links und rechts hast du die Paletten, da kommst du nicht durch, du musst die Paletten so über Kopf nehmen. Ja, es gibt solche Speditionen, die stellen sogar die Notausgänge zu, weil sie so wenig Platz haben. Dann fährt er mal der Stapler durch und dann kommt er nicht hoch und dann schiebt er mal ein bisschen zusammen. Es tut dann immer schöne Geräusche, das ist ein bisschen schnell. Langsamer. Es tut dann immer so schöne Geräusche, so brechendes Holz, brechende Ware. Ja, ich war das nicht mit meinem Stapler. Nö, das muss ja mal anders gewesen sein. Aha, alles klar. Das war der da. Der. Ah, okay. Ja. Was natürlich auch lustig ist, ne? Du bist der Hallmeister, sagst dann, hey, ich bin hier der King, ne? Klopfe Bama auf die Brust wie King Kong, ne? Hockt sich auf den Stapler drauf. Mein, da vorne steht jetzt so ein Paket, 1,50 Meter mal 2 Meter Stahltüren. Die nehme ich jetzt mit meinem Stapler und die fahre ich jetzt quer durch die Halle. Okay, er nimmt die Dinger, fährt sie hoch bis zum geht nicht mehr, weil er nicht durch die Halle durchkommt. Das war wieder eine andere Spiel. Fährt hoch, gibt Gas, bremst. Was gibt zuerst nach? Die Ware. Macht einen Satz nach vorne, nimmt den Stapler gleich mit. Eher runter vom Stapler noch schnell gesprungen. Ware liegt natürlich am Boden, ist am Arsch. Stapler auch, übrigens. Die Gabeln schauen aus wie Bananen. Ja, so richtig so nach oben. Schauen aus wie zwei vom Elefant die Stoßzähne. So richtig nach oben gebogen. Naja, ich habe mir mal einen Teil gedacht und habe es mir verkniffen. Oder mit einer Ameise, mit einem Schnellläufer, sollte man eigentlich nicht hinaus auf die Rampe fahren, wenn es gerechnet hat, weil die Dinger einfach. Die haben Gummiräder. Ja, die haben links und rechts eine Führung. Führungsrädlich und in der Mitte ein Antriebsrad aus Gummi. So, und wenn du auf nass kommst, dann dreh das Rädle durch. Da kannst du machen, was du willst. Ja, eher Ballette drauf, unten aus auf die Rampe rum um die Kurve. Nur dass das Ding nicht rum um die Kurve ist, sondern geradeaus weiter. Eben weil die Räder durchgedreht werden, noch schnell runtergesprungen und das Ding hat einen Satz gemacht, ist die Rampe nun der Batterie rausgeflogen, Gerät am Arsch. Tja, sag ja.
wenn wir es nicht kann, sollen wir es bleiben lassen. Sich aber hinstellen und sagen, ich bin ja der Chef von der Halle. Da würde ich einen Schimpansen in die Halle reinstellen, der hat mehr Ahnung von der Ladung, vom Stapler, vom Schnellläuferfahren. Lieber ohne Rettung von dem Wetter. Vor allem die Spur rechts ist ein bisschen weißer. Ich sehe jetzt ein bisschen auf der Linie fahren. Guck mal, da steht was. Ach so. Rot-weiße Wagen. Mit zwei Leuchten oben drauf. So sind die Leute in der Spedition. Solche Chaoten triffst du überall. Staplerfahrer genauso. Ja gut, wenn du so einen Anfänger hast, als Staplerfahrer, der nicht genau weiß, wie das Ding und so, und der die Dimension noch nicht so einschätzen kann, der auch ein bisschen langsam ist, dann lässt er langsam hoch, weil er sich unsicher ist, dann fährt er langsam vor. Naja, denkst du bist in der Stunde fertig, dann dauert das Beladen 2,5 Stunden. Weil entladen musste ja auch noch werden. Gibt es ganz spezielle Staplerfahrer, nicht alle Anfänger zum Beispiel oder Leute, die es noch nicht kapiert haben, wo es nicht können, wo es lieber sein lassen sollten, Stapler zu fahren. Gliederzug lässt hoch die Gabel, hat Ware drauf, fährt vor. Das Problem an der ganzen Geschichte, er ist noch nicht einmal auf der Höhe von der Ladefläche, sondern eher auf der Reifenhöhe, oberer Bereich, kurz nach der Felge und fährt rein. Und ich stehe daneben und schreie Stopp. Und da war er schon 5 cm drin. Da hat den Reifen richtig schön reingedrückt. Ja, wenn jetzt noch 1 cm gefahren wäre, wäre der Reifen platt gewesen. Er hat oben in der Seite, in die Seiten, in die Flanke ist er rein. Da musst du echt aufpassen. Die schlitzen dir die Reifen auf, ohne Gnade. Sag, Junge, fahr raus. Lass die Kiste hoch. Mann, ey. Das hat er ein einziges Mal gebracht. Einmal hat er es gebracht. Und ich stehe immer zum Beladen, stehe ich nebendran. Es ist mir wurscht, was andere Leute sagen. Ich stehe immer zum Beladen dann. Und ich gebe Anweisungen. Wenn mir irgendwas nicht passt, dann mache ich meinen Maul auf. Dann scheiße ich den Staplerfahrer zusammen, dass ich Bäume bieche. Es ist mir egal. Ob da einer sagt, du darfst bei der Beladung nicht dabei sein. Wenn der mir den Reifen aufschlitzt, dann komme ich nicht weit. Ist nun mal so. Und als Fahrer bist du verpflichtet, bei der Beladung dabei zu sein, um zu sagen, jawohl, alles in Ordnung, schön, kann nichts runterfallen, ist alles gegurtet. Ja, Batterie ist wieder leer. Stecker ist wieder rausgegangen. Deswegen bin ich bei jeder Beladung jetzt nicht bei der, wenn was verploppt ist, braucht man sich gar keine Sorgen zu machen. Sobald das Ding hinten, du bist ja bei der Verladung dabei, du weißt ja, was hinten drauf ist, du weißt ja, wie die Ladung ausschaut. Vorsichtig fahren, kann eigentlich nicht viel passieren. Bei DHL so nicht, weil die Dinger werden ja mit Netze gesichert. Also sie haben innen drin Netze und Gurte und da kann eigentlich nicht viel passieren. Ja. Die haben vorne und hinten haben die Netz. Damit wird die Ware gesichert, kannst du an der Seite einhängen, haben sie extra so Halterungen, da wird es eingeklinkt, dann wird es festgezurrt und dann ist das Ding. Kannst du machen, was du willst, nur bewegt sich das Zeug nicht. Das ist bei den DHL-Brücken ist das so. Das sieht aus innen wie so ein Möbelpacker. So eine Möbelpackerbrücke oder ja, so innen. Das
seitlich sind zwei Schienen, oben und unten, da kannst du die Dinger dann reinhängen. Bei manchen. Die neuen weiß ich jetzt nicht, die von denen. Ich war jetzt nichts mehr drin. Ich kriege nachher eh zwei leere Brücken in Neumark. Können wir mal reingucken, wie das so innen drin ausschaut. So eine Brücke aussieht. Mal schauen, was ich für Leerbrücken kriege für Müll. Rotmaintal. Wenn du nicht bei der Beladung bei bist als Berufskraftfahrer und das Ding wird verblombt, dann musst du bei manchen, oder ich habe es früher mal gemacht, wenn ich nicht dabei war, wahre Ladung nicht kontrolliert. Oder irgendeinen Spruch draufschreien, der aussagt, dass du nicht bei der Beladung dabei warst, dass du nicht weißt, was hinten drauf ist, ob es vollständig ist. Sozusagen unter Ware, verblombt, unter Vorbehalt übernommen, ab Ortschaft, Datum, Unterschrift. Ja, lässt du das noch vom Stapler oder vom Verlader quittieren und gut ist. Ja, dass sie dir da einen Strick draus drehen. Ich habe früher mal so einen Stempel gehabt, da stand es schön drauf, klack. Viermal Durchschlag hier, klack, 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 klack. Und dann unterschrieben, da hat sie schön durchgedrückt und hat der Verlader noch unterschrieben. Passt schon. Manche Verlader machen es nicht, ist mir wurscht. Ich habe es unterschrieben, so ist es und so bleibt es. Und wenn der Kunde sagt, der das Zeug kriegt, pass mal auf, sag ich, zeige ihm das Zelt, pass auf, guck schon, und der Vorbehalt übernommen, Ware verblombt. Passt schon. Auch wenn die Bullen hier hinten aufmachen, das müssen sie selber bei mir aufmachen. Ich hole die Plombe nicht an. Wenn die da unbedingt reinschauen möchten, müssen sie die Plombe selber aufmachen. Und die müssen auch wieder eine Plombe hinmachen und dafür unterschreiben. Sonst läuft hier gar nichts. Und wenn die Bullen Probleme machen, gibt es Ärger bei mir. Weil ich habe für die Ware unterschrieben. Hier auf dem Fachbrief. Ich bin nicht verantwortlich, wenn die Plombe hinten gebrochen ist. Kriege ich unheimlich Ärger mit DHL. Und mit dem Subunternehmer auch. Wenn irgendwas kaputt ist, bin ich dran. Ich habe die Fracht übernommen, ich habe dafür unterschrieben. Unter Vorbehalt. Junge, Junge, Junge. So, jetzt kommt der Berg, jetzt kommen wir gleich auf die A9. Rexo zum Beispiel, wenn du reingehst, Rexo in Loh, gehst du rein. Das daneben im Tor ist ein gelbes Quadrat mit zwei Fußtapsen drin. Ne, das ist jetzt mal der Berg, oder? Ist das der? Ne, noch nicht. Das ist noch nicht der Berg. Der kommt gleich. Das sind zwei Fußtapsen, da musst du dich reinstellen. Darf sich nicht vom Fleck rühren. Solange die beladen, musst du in den gelben Quadrat stehen. Und in Uffenheim, bald groß, musst du, wenn du an der Rampe stehst, Keile unter die Räder und dann den Schlüssel beim Staplerfach abgeben. Da ist mal einer gewesen, das habe ich glaube ich auch schon erzählt. Da war der Verlader mit seinem Stapler oder mit seiner Ameise war noch auf der Ladefläche und der ist losgefahren, der Fahrer. Ja, das Einstieg, er dachte, ist leer. Der ist unten von der Brücke oder von seinem Auflieger, ich weiß es jetzt nicht, und ist rausgefahren. Und der war noch drauf, der hat ein Herzkasper gekriegt oder ist verrückt geworden. Irgendwas in der Richtung war da. Und seitdem sagen die, solange wir den Schlüssel nicht haben, betreten wir die Ladefläche. Dann kannst du machen, was du willst. Ich den ersten Tag dort habe ich gefragt, ja warum? Ja, ein Kollege von dir ist losgefahren, als der Kollege noch drauf war und so weiter, bla bla bla. Und seitdem ist es so. Aha, da kann ich aber nichts dafür. Na, ist nicht mein Problem. Bedanke dich beim Kollegen. So ist es mir recht. Da ist noch nichts mit LKW im LKW hocken bleiben, Computer oder an den Eier spielen. Da musst du dann irgendwo auf der Halle, irgendwo im Prozahnraum hocken.
man nicht zu Tode langweilen, wenn es eine Stunde dauert. Ich meine, du kannst dich gerne reinhocken, aber dann hast du keinen Schlüssel. Naja. Bei Rexo und in Lohr haben wir extra eine Vorrichtung. Da fährst du mit dem Reifen dagegen. Das ist so ein Bügel, der drückt sich dann weg. Das ist so wie Drehkreuz am Flughafen oder bei der Bahn. Das drückt das Rädler drückt dann den Bügel nach unten und dann geht vorne ein Bügel hoch und der hält das Rad. Und dann drückt er innen auf ein Knöpfchen und dann wird das Rad arretiert. Und dann rührt sich dieses Rad nicht mehr von der Rampe weg. Damit stellen die sicher, dass du mit dem Anhänger nicht wegfahren kannst. Oder mit der Zugmaschine oder mit dem Auflieger oder mit sonst irgendwas. Da kannst du reingehen und mit einem 600 PS Gas geben, das Ding rührt sich nicht vom Fleck. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber das Ding hält einen LKW. Ist auch Sinn und Zweck der Sache. So eine lange Schiene und da ist dieses Ding dran. Und das geht von hinten, von vorne, wird es erfasst. Dann drückt er den Bügel die ganze 2 Meter nach hinten durch, bis du an der Rampe stehst und dann geht vorne der Bügel hoch. Bam. Und dann kommst du nicht mehr vom Tor weg, bis der auf sein Knöpfchen drückt. Und dann wird es gelöst und dann kannst du wieder schön rausfahren. Dann drückst du den Bügel wieder bis nach vorne und dann kommt der nächste. Das ist schön, das Teil. Kannst auch schön rückwärts fahren als Anfänger. Du musst einfach nur in das Ding reinfahren und der führt dann den Anhänger bis an die Rampe nach hinten. Du musst schon noch ein bisschen lenken, aber ansonsten führt das Teil den Anhänger. Ist eine feine Sache. Mal kurz schalten, weil sonst kann man den Berg hier nicht mehr auf mit der Ladung. Oder weniger schwenken, das wissen wir so aus. Ach, das geht eigentlich. Nicht noch gut schnell. Deswegen, die geht ja nahtlos auf die A9. Komisch. Wir haben ab jetzt noch 40 Kilometer bis zur Abfahrt zur A72. München, Nürnberg, Bayreuth, Berlin, Dresden, Hof. Wir lassen ja die Autobahn nicht, wir bleiben ja auf der hier drauf. Wenn ich jetzt Nürnberg fahren würde, würde er mir auch wahrscheinlich nicht Abbiegepfeil zeigen, sondern auch nur diese Spuranzeige. Linke Spur benutzen, rechte Spur benutzen. Kilometer 39. Könnte ein bisschen glatt sein, ein bisschen vorsichtig fahren, schon in der Mitte. Uhr ist Ankunft. Gut Zeit gemacht. DHL. Kollege macht Platz. Boah. Ich mal vorbei. Kann der hier vorne reinziehen. Kohle. Komm rüber. 85, 82.
Ja. Und ich vermeide es eigentlich, wenn ich auf eine Brücke fahre, zu bremsen, dass immer diese Eisenteile, die die Brücke mit der Autobahn verbinden, da rutscht er dann. Könnte er rein theoretisch rutschen. Bei dem Wetter ist sowieso scheiße. Auch so ein Ding, wo man aufpassen muss, dass man die Kiste nicht hier von der Brücke runterschmeißt. So, wenn da rein mit 88. 55 Meter am Start, das ist gut. So, 90. Und gib ihm. BB Gifts. Was? Ah, guck, schau.